Wenn du wissen willst, wie du mit dem Pfadfinder von Level 6 auf Level 7 kommst, bist du hier genau richtig. Um mit dem Pfadfinder von Level 6 auf Level 7 zu kommen, müssen wir 40 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 3 taktische Depots finden, 20 Gegner töten ohne zu sterben und einen Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 150 Metern Entfernung töten. Da hinten haben wir doch schon ein Opfer. Allerdings, ach nö, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit entfernt das ist. Gibt es hier da ist ja ein Entfernungsmesser dran. Das sind, ja, 180 Meter, das reicht. Müsste dann nur noch ein Kopfschuss sein. So, legen wir uns hier hin. Okay. Sagt das was Erste? Nice. Ich habe tatsächlich auch die Cheat Engine an. First Person Mod ist geladen. Wir können also jederzeit hin und her wechseln. Hier ist da drüben ein Gegner und hier. Falls ich ein bisschen verpeilt bin, dann ist das Standard. Ich habe jetzt eben, ich glaube, 3 Stunden oder so mit meiner Quest 3 gespielt. Oh, es ist so geil. Aber es ist halt auch hart anstrengend. Einfach mal super hot VR durchgespielt, direkt. Wir haben noch 2 Gegner. Da vorne. Hinter dem Stein. Ich sehe seinen Kopf rausgucken hier. Ja, da komm. So, das war der. Fehlt nur noch der da unten. Da ist er. Jo. So, das waren 4 Gegner, ohne zu sterben, auf jeden Fall. Ich habe noch gar nicht nach der Patrouille hier geguckt. Ist übrigens wieder so die Gegend vom Biwak Harris Forest. Das hier ist der Harris Forest in Fenburg. Wie immer. Oder wie sehr oft. Da hinten haben wir eine 4er-Patrouille, so wie es aussieht. Aber hier gar keine. Wenn man die Wildschweine jetzt nicht als Patrouille zählt. Schnappen wir uns die 4 da vorne. Den habe ich eigentlich dabei an KI-Kameraden. Ich guck mal schnell nach. Gut, alle außer Fixit mit seiner blöden Drohne. Sehr gut. So, dann haben wir hier ein Auto. Sechs. So. Also ich muss sagen, so langsam werde ich mit der G28 echt warm. Ist echt cool. Gute Reichweite, guter Schadensoutput. Ich hoffe, es kommt kein Zug. Nice. Würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum Checkpoint da vorne. Hm? Läuft echt gut, aber ich bin auch echt gut gelaunt. Ich weiß nicht, warum ich so ein bisschen, ja, so gehaucht rede, so halb geflüstert. Keine Ahnung, warum. Ich schwöre, ich habe gestern, als ich die Quest 3 ausgepackt habe und zum ersten Mal ausprobiert habe, ich habe hier, bin hier in der Wohnung rum, habe diese komischen, flauschigen Aliens abgeschossen und habe gelacht, als hätte ich irgendwie, als wäre ich aus einer Irrenanstalt ausgebrochen oder so. So cool einfach. Ich meine, meine letzte VR-Brille ist bestimmt schon
keine Ahnung, 5, 6 Jahre her, wenn nicht sogar noch mehr. Damals AntVR, hieß die ANTVR, auf Kickstarter unterstützt damals. Das war meine erste. Luft anhalten. Bam. Geil. Richtig geil. Ich könnte eigentlich... Hör mal auf, so viel Gas zu geben. Gut, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich könnte eigentlich für den Checkpoint die First-Person-Ansicht aktivieren dann. Um mal ein bisschen Wechsel drin zu haben. Brauchen noch 5 Gegner ohne zu sterben. Gut, das kriegen wir hin. So, wie war das? Hier. Hoppala. So. Welcome. Ich finde, es macht in der Zielansicht, wenn man beim Zielen durchs Visier, macht es keinen großen Unterschied. Ich dachte, er geht vorher eine Stufe hoch. Nice. Oh, da ist noch einer. Denke ich. Habe ich so ein Gefühl. Schüsse. Plänzchen einsammeln. Da ist er doch. Richtig gut. Noch einer. Noch einen und dann haben wir die 20 ohne zu sterben. Blöd wäre es, wenn jetzt hier so random eine Mine rumliegen würde und ich sehe sie nicht. Ghost Recon VR wäre bestimmt auch geil. Aber Pavlov und Onward und so reicht eigentlich für den Anfang. Aber Ghost Recon wäre schon nice. Wir schnappen uns mal die Karre. Fahren mal ein Stückchen weiter. Fahren in VR. Yippie. VR. Ich bin total im VR-Fieber. Merkt das. Aber so in der First-Person-Ansicht sieht man auch erstmal so die ganzen Details. Hier ist auch Diesel Drop Walls Around. Ist, glaube ich, sogar eine Band und ein Lied von einem der Entwickler. Auf den Bikes steht 1337, also Lied. Hat man hier natürlich sehr wenig Übersicht in so einer Karre. Ist aber schon cool. Da hinten haben wir ein Lager. Da ist auf jeden Fall einer. Wir fahren noch ein Stückchen näher ran. So. Da sitzt doch normal immer einer. Ich werde jetzt vom Scharfschützen gesnackt, dann weine ich aber. Auto. Oh, das war super doof. Also wenn man rückwärts läuft, kann man, also wenn man läuft, man kann nicht nach hinten gucken. Das ist echt doof in der First-Person-Ansicht, muss ich zugeben. Oh, blödes Blatt. Ja. Yippie. Und damit haben wir die 20 ohne zu sterben. Schalte auf Nachtsicht. Ich schalte jetzt aber erstmal wieder um. So, haben wir keinen Kopf. So, haben wir wieder einen Kopf. Sehr gut. So. Wo haben wir denn taktische Depots? Wir haben da hinten eins. Und dort. Das da ist am nächsten soweit bis jetzt. Sammeln wir das mal zuerst.
Und 20 Gegner brauchen wir noch, ne? Ja, genau. Taktisches Depot in der Nähe. So, das war eins. So. Da. Zack. Für die Nachtsicht, Bruder. Gut, so, wo haben wir noch ein taktisches Depot? Wir haben hier überall taktische Depots. Ich gehe zu dem da vorne. Ich schalte auf Nachtsicht um. Und dann können wir einen Bogen schlagen, gerade wieder zu diesem Compound. Boah, bin ich fertig. Das merke ich jetzt erst. Oh, ich bin wirklich gut gelaunt. Man hört es nur nicht so, weil ich halt wirklich fertig bin. Brutal. Aber ich kann's. Ja, ja, genau. Danke. Könnte ich echt gut brauchen. Noch 15 Gegner. Nachtsicht an. Oh, hallo. Shit. Fertig. Oh. Schöner Treffer. Das war knapp. Hat er uns getroffen eigentlich? Ne, hat er nicht. Sehr gut. Komm. Jetzt, mein Gott, sammelt das Ding ein. So. Aktiviere Nachtsichtgerät. Die Base, der, dieser Compound, wo war der? Der war dort, ne? Gehe auf Nachtsicht. Ne, da hinten. Gut, dann laufen wir da durch, hinten raus, dann haben wir das dritte Depot. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Von was ist das noch? Ach, Kommandos. Kommandos war das. Damals. Kommandos 1. Ich hoffe, hier hinten ist auch ein Zugang. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Naja, was heißt Problem? Darüber können wir, glaube ich, nicht. Die sind zu steil, ne? Oder? Nee? Langsam. Ja, sehr gut. Steht da hinten einer? Tatsächlich, das war ein bisschen weit weg. Drei Stück, guck mal. Guck mal an. Ach ja. Kopfschüsse sind einfach so befriedigend. Zeit für die Nachtsichtbrille. Bam. So. Schreib mal das. Ah, da hinten. Ich hab ihn schon gesehen. Ach, verdammt. Kurz die Orientierung verloren. Ich frage, wo kommt er jetzt durch? Läuft er da lang? Oder dreht er einfach wieder um? Ich könnte ihn auch einfach holen gehen, ne? Was soll der Geiz? Ach, guck mal, läuft ganz andersrum. Noch 8! Ich weiß nicht, ob wir hier 8 Gegner kriegen. Sieben. Ist da auch ein Scharfschütze? Sehen wir keinen von hier aus. Ich meine, ich höre nur noch ein oder zwei Leute reden. Da hat einer gehustet. Hallo? Okay, vielleicht sind es doch noch ein paar mehr.
Ich habe euch schon gesehen. Ihr braucht gar nicht wegzulaufen, wegzupatrouillieren. Wo sind die jetzt hin? Die waren noch da, oder nicht? Ich habe da aber noch jemanden atmen gehört. Perfekt. Wow. Bist du denn? Ach, Fury. Wir sind so gut unterwegs heute, das ist ja der Wahnsinn. Ach, hallo. Teuren Kippenpreisen noch kaputt. War da ein Geräusch? Nö. Ich guck mal eben nach, was das war. Ist der oben drüber? Hier drüben ist alles ruhig. Nein! Nicht schlecht. Warum wirft die jetzt eine Granate? Warum wirft diese dumme Fotze jetzt eine Granate? Sorry für diese Sprache, aber Alter, warum? Danke. Meine Güte. Es war so gut, bis Fury gemeint hat, sie müssen eine Granate werfen. Und ich vergessen habe, dass die Laser auf Kurzdistanz in der First-Person-Ansicht echt ungenau sind. Dann schnapp mir erst die Karre und dann bin ich weg. Sollen die Kameraden gucken, wo sie bleiben. So. Hoppala. Ah, da hinten ist direkt. Okay, ja, so, das war genauso geplant. Auf jeden Fall, ja. Nachtsicht. Scheiße. Ich glaube, ich habe einen Führerschein im Lotto gewonnen oder so. So, schnappen wir uns jetzt noch das letzte Depot. Da ist es. Aktiviere Nachtsichtgerät. Komm. Yeah, und damit sind wir auf Level 7. Nice.